Windowsboar sagt Hallo zu einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wo der gute alte Bildschirmschoner geblieben ist. Nach dem Intro legen wir wie immer gleich los. Letztens habe ich mich gefragt, wo ist der gute alte Bildschirmschoner hin? Wir kennen ja alle den Bildschirmschoner von Windows XP, Windows 7 kannten wir alle sehr gut. Da drückte man Rechtsklick Desktop und hier gab es dann den Bildschirmschoner. Der ist jetzt ein wenig versteckt unter Windows 10 und die wenigsten nutzen den noch. Dazu auf Start, Einstellungen, dann auf Personalisierung, dann Sperrbildschirm. Und wenn wir jetzt nach unten scrollen, haben wir hier die Funktion Einstellung für Bildschirmschoner. Und wenn wir jetzt da draufklicken, dann wählen wir hier den Bildschirmschoner aus. Wir können hier zum Beispiel 3D-Text, Fotos, Seifenblasen, was auch immer. Ich wähle hier als Beispiel 3D-Text und auf Einstellungen, dann könnt ihr hier auch die Uhrzeit einblenden lassen, die Auflösung einstellen, die Bewegung könnt ihr hier, die Schnelligkeit der Bewegung, einfarbig, Muster, also Lichtreflexe könnt ihr wirklich alles einstellen, sogar benutzerdefinierte Spiegelung könnt ihr hier einstellen, auch die Schriftart könnt ihr hier einstellen, auch das ist möglich. Und sogar die Anzeigeneinstellung. Und wenn wir auf OK gehen und auf Vorschau klicken, dann sehen wir das Ergebnis. Gleichzeitig, wie gesagt, könnt ihr selbst einen Text schreiben. Ich habe jetzt die Uhrzeit oder auch eure Lieblingsfotos hier wieder einstellen. Ihr seht, der Bildschirmschoner ist nicht verschwunden, sondern nur ein wenig versteckt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unser Windows-Bauforum. Abonniert unseren Kanal, dann seid auch hier immer auf dem neuesten Stand. Windows Power sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.